So, hallo Hobbyking-Freunde. Heute will ich euch was ganz Besonderes vorstellen. Und zwar den PrintRite DIY oder Do-It-Yourself 3D-Printer, den es seit kurzem bei Hobbyking für, Moment, wie viel war es denn? 340 Dollar, glaube ich. Ja, 344 Dollar im European Warehouse zu erhalten gibt. Zu bestellen gibt. Egal. Ja. In dem Tutorial will ich das Ding komplett vorstellen. Und zwar fangen wir an mit dem Unboxing und dem Aufbau, der übrigens sehr leicht gehen soll. Dann geht es über mit der Ersteinrichtung der Software und der Treiber bis hin zum ersten Probedruck und ein kleines Tutorial, wie man 3D-Modelle selbst erstellt. Ja, wollen wir mal loslegen mit dem Unboxing. Dazu muss ich den Karton einmal drehen. Und fangen wir an, den Kram auszupacken. Er ist übrigens sehr gut verpackt, ist per GLS gekommen und man muss sich keine Gedanken machen, dass das Ding unterwegs beschädigt wird. Die Lieferzeit war übrigens 4 Werktage. Das ist noch völlig in Ordnung. Könnte schneller gehen, weil es ja nur aus Holland kommt, aber es ist noch okay. Ja, ich habe hier erstmal einen kleinen Karton mit dem Netzteil. Sieht man überhaupt alles? Ja. Das legen wir mal hin. Das ist ein 60 Watt Netzteil. So, dann, ich schätze mal die Bauanleitung. Die stelle ich nachher aber auch noch im Blog. Den Link dazu findet ihr unterm Video zum Download bereit. Das heißt, die Bauanleitung, alle Links, alle Dateien, alles, was man so braucht. So, die lege ich mir mal beiseite und fange an, die ersten Teile auszupacken und auf dem Tisch aufzubereiten. So, Schicht für Schicht wurde es verpackt. Und es sieht nach sehr vielen Einzelteilen aus. Mal gucken, ob das Versprechen eingehalten werden kann, dass das Ganze schnell aufgebaut werden kann. Ein USB-Stick, ich würde sagen Software und Treiber. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, eine Art Klebeband. Wir werden noch feststellen, wofür das ist. Das USB-Kabel, um den Drucker mit dem Computer zu verbinden. Allen möglichen Mutterabstandshalter und Konsorten. So, und dann kriegt man das dann hier wohl raus. Die beiden Führungstürme, würde ich sagen. Und zwei Stangen. So, den Müll mal gleich beiseite. Den wollen wir alle nicht sehen. Und das hier sieht alles ein bisschen empfindlicher aus, deswegen muss man eben darauf achten, was haben wir hier? Testsheet. Das wird wahrscheinlich zum Kalibrieren sein. Aber das werden wir nochmal gemeinsam feststellen. Das ist übrigens mein erster 3D-Drucker. Das heißt, ich gehe jetzt, wie wahrscheinlich viele von euch auch, genauso blauäugig an die ganze Sache ran. Ja. So. Hier haben wir auch schon das Herzstück. Oder ein Teil des Herzstücks. Die Düse. Und Motoren und Führungen und so weiter. Wir packen mal erstmal weiter aus. Ich lege das mal beiseite. Also das Ding ist do-it-yourself, aber all in. Es ist alles dabei. Selbst die dazu nötigen Schraubendreher. In dem Fall hier Imbusschraubendreher. Sehr schön. Sind nie weg. Hätte ich jetzt zwar gehabt, aber hundertprozentig. Dann, weiß gar nicht, 1 Kilo und einen halben Kilo Filament. 1 Kilo Filament in Weiß.
So, ich werde das mal aufschneiden. Gut eingeschweißt, gegen Feuchtigkeit geschützt. Zischt auch direkt. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Macht das. So. Auf der stabilen Rolle. Hier innen drin dieses Rice Pack, um die Feuchtigkeit zu entziehen. Ja, 1,75 mm Filament aus dem Material PLA. Es kann aber auch 1,75 mm ABS benutzt werden. Das ist Geschmacks- und ich schätze auch mal wahrscheinlich Erfahrungssache. Was besser ist, der Drucker kann beides verarbeiten, laut Informationen von Hobbyking. So, auch das legen wir mal beiseite. Das brauchen wir so schnell leider noch nicht. Dann geht es hier weiter mit dieser Schicht hier. So, hier haben wir einmal Kunststoffteil. Was es genau ist, sehen wir gleich beim Zusammenbau. Und die Bodenplatte. Ich möchte jetzt nicht so am Gestänge ziehen, nicht, dass ich was krumm ziehe. Hier wahrscheinlich der Netzteilanschluss. Das Kabel fürs Netzteil. Ah ja. Und hier unten drunter. Schön nochmal, es steht nochmal Pre-Ride drin. Der Abroller fürs Filament. Es wird schnell gelöst sein. Gucken, wo der Anfang ist. Der ist hier. Filament drauf. Zusammenstecken. Fertig ist der Abroller. Kann man sehen, ja? Gut. So, der ist schon mal fertig. Das war aber auch der einfachste Teil. Klick, klick und durch.